Guten Morgen. Ich habe gedacht, ich nehme euch mal wieder mit. Das habe ich ja schon länger nicht gemacht. Einfach weil meine Tage ungefähr immer gleich aussehen und ich immer zur Uni gehe und lerne. Aber heute habe ich ein bisschen was anderes geplant und da euch das ja eigentlich immer ganz gut gefällt, dachte ich, ich nehme euch einfach in meinem extrem spannenden Alltagsgeschehen mit. Als erstes geht es jetzt zu DM. So, ich bin gerade wieder von DM wiedergekommen. Ich habe auch gerade schon ein Video gedreht zu meinem Haul. Auch wenn das voll random ist, weil ich so ungefähr 5 Sachen gekauft habe, die nicht zueinander gehören. Aber diese beiden Sachen gehören zusammen. Und zwar 2 Nagellacke von Essie. Ich habe nachgegeben. Ich habe, glaube ich, nur einen einzigen Essie-Nagellack und das ist Camera. Und das ist eine wunderschöne Neonfarbe, die aber leider nicht so neon rauskommt, wie ich es gerne hätte. Und da haben mir ganz, ganz viele von euch geschrieben, ich soll einen weißen Nagellack drunter geben. Habe ich aber nicht gehabt. Und deshalb habe ich mir jetzt Blanc gekauft von Essie und Meet Me at Sunset. Und da ich jetzt noch ein bisschen Zeit hatte, bis ich mich mit meiner Freundin treffe, habe ich mir Meet Me at Sunset mal aufgetragen. Und der sieht so aus. Vielleicht kann man das so besser erkennen. Ja. So sieht er aus. Und ich glaube sogar, wenn ich den Blanc noch drunter gebe, knallt er vielleicht auch sogar noch mehr. Aber ich will mal gesagt haben, der ist extrem schnell getrocknet. Also wirklich extrem schnell. Innerhalb von wenigen Minuten war der komplett trocken. Und es ist eine Schicht und der ist auch komplett deckend. Also das ist echt nicht sehr, sehr cool. Obwohl er sehr dünn ist. Ich hatte Angst, als ich den aufgemacht habe, sah er sehr, sehr dünn aus. Und das mag ich eigentlich nicht so gern. Aber ja, dadurch ist er wahrscheinlich so schnell getrocknet. Aber halt, wie gesagt, trotzdem sehr deckend. Und jetzt bin ich mal gespannt. Heute ist, was ist denn heute? Donnerstag. Wie lange der jetzt hält, ohne zu splittern. Jetzt geht es jedenfalls nochmal zu Budni. Ich dachte, ich nehme euch da vielleicht mal mit, wenn es geht. Ist immer so ein bisschen blöd, wenn die einen so angucken, von wegen, fehlen hier nicht. Weil das viele von euch ja nicht kennen. Ich glaube, das gibt es irgendwie nur im Norden oder sogar nur in Hamburg. Und wollte meiner Freundin nämlich was zum Geburtstag kaufen. Es ist ungefähr richtig, richtig ruhig. Ich habe irgendwie noch kein Auto gesehen und noch keinen Menschen. Es ist Donnerstag um 11. Der Preis, das muss ja echt Leder sein. Das können wir einmal zeigen. Yeah.
So, ich bin wieder zu Hause. Also der Tag war sehr anstrengend. Es ist, glaube ich, gerade irgendwie kurz nach 4. Ich habe um 5 ein Skype-Gespräch zwecks meiner Klausur am Montag. Heute ist, wie gesagt, Donnerstag. Montag habe ich meine Englischklausur und wir müssen über eine Short Story, die wir uns Gott sei Dank aussuchen können, schreiben. Wir wissen natürlich nicht genau über was, aber wir spekulieren mal. Und jedenfalls habe ich gleich ein Skype-Gespräch, deshalb muss ich das noch ein bisschen vorbereiten. Und eigentlich muss ich auch noch ein Video schneiden. Das ist irgendwie alles ein bisschen blödi. Aber ich war so auf dem Nachhauseweg und war irgendwie total frustriert, was meine Haare angeht, weil sie natürlich einfach total rausgewachsen sind. Und wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr ja, dass ich jahrelang jetzt einen Mittelscheitel immer hatte mit den sehr langen Haaren und dachte, also das mit diesen sehr kurzen Haaren hat mir halt sehr gut gefallen, mit diesem sehr tiefen Scheitel. Und irgendwie, das habe ich jetzt seit Februar gehabt, jetzt ist so Juli fast, ich dachte so, boah, ich will meinen Mittelscheitel zurück. Also habe ich mir jetzt einen Mittelscheitel gezogen. Natürlich, muss man bedenken, habe ich jetzt diese langen Strähnen hier vorne. Die müssten dann natürlich ab, aber so vom Prinzip würde es dann so aussehen. Also, ne? Ich habe jetzt einfach mal einen Mittelscheitel gezogen. Das ist natürlich überhaupt nicht die Frisur. Man müsste das natürlich alles abschneiden und angleichen und so. Aber ich glaube, ich finde das ganz gut. Was meint ihr? Hier habe ich irgendwie gerade so mega die Beule dadurch. Dann habe ich so oben mega das Volumen und unten nicht. Aber ich hoffe, ihr könnt euch das prinzipiell vorstellen. Ich bin jetzt gerade in meinem Ankleidezimmer und räume so ein bisschen um. Und es ist räume um, aber versuche es irgendwie einzuräumen. Leute, echt, also ich glaube, es wäre mir lieber gewesen, ich hätte echt ein Zimmer gehabt. Das ist ganz komisch, wenn man so ein Zimmer hat, was man nicht so richtig braucht, weil man, also mir zumindest, erstmal alles reingestopft haben und dadurch, dass man da nicht unbedingt leben muss, das so voll außer Acht gelassen. Das nervt mich total. Wenn ich in das Zimmer gekommen bin, war ich total frustriert. Ja, und irgendwie weiß ich nicht so richtig, wie ich weitermachen soll. Also ich habe jetzt hier halt die Kleidung und hier das ist ganz cool. Ich weiß nicht, ob das so gut rauskommt. Und was richtig cool ist, ist dieser Teppich. Oh, ich wollte den unbedingt haben. Ich habe den bei Ikea gesehen und der hat irgendwie 250 Euro gekostet. Ich dachte so, aha, also es war natürlich dann ein echter Perser. Und dachte irgendwie dachte ich, der kostet 25 Euro. Und dann war ich da nochmal und er hat 250 Euro gekostet. Ich dachte so, mein Gott, das Geld habe ich gerade in diesem Moment nicht. Aber wie sich rausgestellt hat, gibt es zwei Teppiche. Einen richtigen Perser und den wir jetzt haben. Und der hat wirklich nur 25 Euro gekostet und den musste ich mitnehmen. Und ich finde das total cool. Ich habe bei irgendjemanden bei Instagram, die hatte auch ein Ankleidezimmer und so einen Perser-Teppich. Und das fand ich richtig cool. Und außerdem ist das voll gemütlich. Und seitdem der Teppich hier drin ist, ist das so voll das gemütliche Zimmer. Und ich sitze hier so voll gern auf dem Boden und gucke so die Kleider an und so diese Inspirationsleiter und lass mich so inspirieren. Sorry. Ich mache gerade Abendbrot. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit das Skype-Gespräch geführt über eine sehr lange Zeit, aber wenigstens habe ich jetzt ein bisschen Plan für die Klausur am Montag. Und jetzt machen wir einfach so eine Gemüsepfanne, bestehend aus Brokkoli, Champignons und Zucchini, bisschen Tomaten aus unserer Gemüsekiste. Und dann, das habe ich gestern schon gemacht, das war eigentlich ganz lecker, habe ich so Sojaschnetzel. Das sieht so aus, von Anatura genommen, fein. Und das gemischt, also kommt heißes Wasser drauf und dann ein bisschen Hefeflocken und ayurvedisches Zaubersalz von Sonnentor. Und das vermischt man dann und dann ist es so ein bisschen so ein Zwischending zwischen Hackfleisch und Croutons, also irgendwie so ein Topping einfach. Ja, das mache ich dann drüber
Und hier kommt jetzt gleich noch ein bisschen Pizzatomaten rein. Und am Ende mache ich noch ein bisschen getrocknete Tomaten und Oliven drüber. César. Ich habe jetzt noch ein bisschen Curry dran gemacht und noch ein bisschen Salz, Pfeffer, Oregano und das war's, glaube ich. Das ist jetzt das Soja-Geschnetzelte auf dem Gemüse drauf. Und ich glaube, das war's auch erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es extrem spektakulär war. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt mir Bescheid, ob ihr sowas wirklich noch öfter sehen wollt. Tschüss!